Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Herzlich willkommen zum Mittwoch, nein, zum Donnerstag der CS-Go-Woche. Diesmal spiele ich eine schöne Runde. Steht oben links, ich hab's gerade vergessen. Und ich würde mal sagen, viel Spaß dabei. So, und jetzt können wir schon mal ins Team gehen. Ja, mal einen hier, einen hier. So haben wir schon gesagt. Ein Match. Counter-Strike CSGO. Endlich ist es wieder soweit. Und erste Runde für mich. Ich fange neu an heute. Jetzt hier mal. Hab ich den erschossen? Oh geil. Scheiße. Ja. Heute. Die Runde geht noch ein bisschen. Deswegen werde ich mal irgendwas sagen. Also, ich wollte euch mal heute ein bisschen aufklären. In dem Thema, um das Thema, um das Themengebiet herum, dass wir alle, also sei es jetzt du, ich, wir oder sie, von der Werbung jeden Tag beeinflusst werden und gedrängt werden eigentlich schon, irgendwas zu kaufen, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das ist so, das ist sehr interessant eigentlich, weil die meisten denken, ja, hier ist eine Werbung, Brüste, schön. Und denken sich die meisten. Jetzt kann es halt auch sein, dass es Menschen gibt, oder halt, weiß ich nicht, Personen, die denken, die Werbung, hey, das, hey, also wenn die jetzt, wenn die schlanke Frau, die bestimmt kein Training macht, sich bloß von dem Kaffee ernährt, dann werde ich ja auch so gut ausschauen wie sie. Das ist ja geil. Ja? So denken einige. Und so sollte, also so machen sie auch gezielt die Werbung. Sie nehmen. Ja, woher weiß denn ja, dass ich da bin? Hallo, der hat doch an, der Wichser, oder? Ja, sicher das. Und die Werbung beeinflusst uns gezielt. Also die nehmen gezielt schlanke Models und geben denen dann ihre Marke. Das ist sehr interessant, weil es ist immer so ungefähr, man hat hier also einen, der neutrale Reiz. Ich will jetzt, tut mir leid, wenn das Thema scheiße ist, aber es ist halt nun mal so heute. Der neutrale Reiz, also was noch nichts auslöst, ist das Produkt, das verkauft wird. Zum Beispiel Kaffee. So, dann hat man einen, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann hat man auch eine Frau in der Werbung, eine wunderschöne, bildhübsche Frau. Schaut aus wie meine Freundin, so ungefähr. Oh ja, ich hab den erschossen. Dann gibt's eine Frau und die löst dann, kommt drauf an, was für eine Werbung ist. Wenn es jetzt so ist, zum Beispiel, schauen Sie heute auch noch so gut aus wie diese Frau, dann kaufen Sie diese Zigaretten. Zum Beispiel. Dann geht's um irgendwas. Ärsch. Und dann ist die Frau einfach ein Symbol dafür. Als Frau, also für Frauen ist es halt so, ist schön, so will ich ausschauen, ist halt ein Vorbild sozusagen. Ist einfach eine Person, die man sein will. Also so ungefähr ist es. Und dann kombiniert die Werbung das miteinander. Also dann denkt die Werbung sich, hey, also der Zuschauer sieht jetzt, wie diese wunderschöne Frau die Zigaretten raucht oder den Kaffee trinkt, ist mir egal. Und auf das hin denkt man, wenn ich das auch trinke, werde ich auch so schön. Oder wenn ich das rauche, werde ich auch so schön wie die Frau. Und das ist eigentlich das Ganze hinter Werbung. Das ist bei jedem Ding so. Werbung für Männer. Ich würde mal sagen. Ich habe geschossen. Entschuldigung. Oh yeah, eine AK-7. Das ist geil. Die ist schön, die Waffe. Schöne Waffe. Männer für Werbung. Werbung für Männer sieht eigentlich genauso aus. Scheißdreck, bin ich schlecht, ey. Sie wollen Bier verkaufen. Wie in meinem Clan-Tag steht. Bier. Und dann nehmen die dafür entweder Männer, die eine Figur haben wie Adonis, Herkules, Rambo zusammen. Oder sie nehmen Frauen, die unglaublich schön sind. Oder, was noch besser ist, sie nehmen einen Typen, der ja ein bisschen besser als normal ausschaut. Entschuldigung. Und schaut also normal aus, ein bisschen besser als normal.
Die geben dem dann ein Bier in die Hand und alle Weiber fliegen drauf. Oder andere Werbung, Axe zum Beispiel. Der Typ stinkt wie eine Sau, ist hässlich, nimmt das Deo, spritzt sich unter die Arme und im Gesicht voll und alle Weiber fliegen auf den. Ist klar. Man verbindet anfangs noch nichts mit der Marke Axe oder halt mit ihrem Angebot und denkt man sich, naja, jetzt verkaufen die halt hier so ein Deo, naja, das wird halt gut riechen dann. Dann kombinieren die das mit der Tatsache, wenn du das nimmst, hey, dann schaust du besser aus, dann verwandelst du dich sofort in Schokolade, alle Weiber fliegen auf dich, also alle, du bist das Geilste überhaupt, es gibt nichts Geileres. Dann denkt man sich, hey, wenn ich das nehme, dann bin ich bei Frauen beliebter, habe mich besser an und sowas in der Art. Und genau das ist es. Dann wollt die Werbung, dass wir das kaufen, der Dreck. Der ist ja dumm. Ja, genau so ist es aber. Nicht anders. Ist jetzt hier ein Gegner irgendwo? Da hinten ist der. Ach, ich gehe mal da oben. Das ist eine schöne taktische Position. Sehr schön taktisch. Ja, ich decke hier mal die Cover. Ah! Nicht runterfallen, Bein brechen, du Depp. Mein Gott, kann man verhindern. Ja, legt doch mal einer die Bombe. Ach nee, wir sind doch die Antiterroristen. Ach so. Ja, einer campt noch irgendwo bestimmt. Ja, logisch. Ja, wo schießen sie? Wo schießen sie? Ach was. Ja, da hinten ist er, glaube ich. Am besten gehe ich mal genau da lang, wo das herkommt. Ach komm, hey, tut doch nicht weh, der kleine Haxe hier. Und so ist Werbung aufgebaut. Also eigentlich, wenn man es so sieht, ganz logisch. Ah, yes. Arschloch. Ha, in your face. Hier, Teabag. So. So ist es aber. Und so will auch Werbung oder andere Sachen auch einfach uns Sachen schmackhaft machen. Wie ist denn hier die, der Schaden? Wo steht denn hier der Schaden, bitte? Feuerkraft. Nein. Ich will was, was Schaden macht. Da steht nichts da. Ach, ist mir egal. Ja. Und genau so schaut es aber aus. Oder mit anderen Sachen, weiß ich nicht. Im Einkaufsladen ist es genauso. Also, man wird eigentlich voll manipuliert. Man wird jeden Tag manipuliert, wo man hinkommt. Egal. Das fängt an. Hier jetzt... wo wir uns gerade befinden, im Internet, da wird auch manipuliert, wie es geht. Da vorne ist ein Gegner. Der geht auch. Ach, da ist er, der Gegner! Scheiß Dreckscamper. Ja. Ja, genau. Und es ist einfach so, also, und das muss man sich bewusst werden, weil man denkt, hey, wenn ich jetzt rauche, dann werde ich schön. Das stimmt nicht. Wenn man vorher scheiße ausschaut, schaut man später auch noch scheiße aus. Also, man muss Sport machen und so einen Dreck. Ich mache jeden Tag Sport. Und ja, mein Gott, sowas braucht man halt. Also, da kommt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, Rauch oder Kaffee oder irgendwas so aus der Werbung. Das hilft nicht wirklich weiter. Das könnte man denken, aber es ist nicht so. Ja. Was gibt ja auch Werbungen? Die versprechen einem alles und dann geben sie einem noch weniger zurück, als man eigentlich bezahlt hat. Ja. Und was auch noch schön ist, ihr lieben Supersuchtis, natürlich kenne ich mich aus, ich weiß, was ich gerade sage und will deswegen auch nicht verzagen. So. Ah, schnell. Der ist auch schön, der Punkt da hinten, hey. Und wer jetzt kurz noch aufs Gameplay zu sprechen kommt, ein paar Runden mache ich noch. Hier, heute am Mittwoch. So, haben wir dann keine R, sind alle bei A. Ist ja scheiße. Ja. Ich habe jetzt alle drei Versionen von Counter-Strike wieder endlich neu eingekauft. Hat mir einer, ein sehr netter Mensch geschenkt. Die CS 1.6 Version. Und danke nochmal. Und habe mich schon mal bedankt, ungefähr 1000 Mal. Und kann jetzt endlich schön vergleichen, was da alles abgeht. Ja, ich höre die Bombe. Nein! Scheiße, ey, war das knapp. Hätte ich geschossen, hätte ich noch mal ein bisschen den töten können, aber nein. Ach, da leben ja noch vier Stück aus dem Gegner. Ja, das ist ja doof, ey. Da haben wir noch irgendwie alle gelebt. Ja.
MP7, Munition, Durchschlagskraft. Ja, das hilft mir aber nicht viel. Abschuss, Auszeichnung. Stündlich, 300%. Aber ich verstehe das nicht. Nee. Ja. Verletzen wir, Doktor. Hat er gerade gesagt. Ja. Und ich weiß es ja noch nicht, ob ihr es schon wusstet. Aber Freitag erscheint ja in Deutschland. Borderlands 2. Und es kam ja in Amerika schon Dienstag raus, also gestern. Und ja, nee, heute Donnerstag. Mann, heute ist doch Donnerstag, bin ich ja blöd, ey. Meine Fresse. Und kauft ihr euch Borderlands 2? Was denkt ihr von Borderlands? Ist mal die Frage. Ich gehe heute mal nicht auf Werbung ein oder so. Ich gehe heute darauf ein, eben, wie schon gesagt, weil es mich interessiert, weil ich würde gerne mit ein paar von euch spielen, Borderlands 2 online, weil es einfach mehr Spaß macht. Also, es wäre schön, wenn sich irgendwie so ein Vierer-Team, so eine, weiß ich nicht, so eine Gruppe bilden könnte. Also, drei Menschen oben links, also du Depp, oben links, geradeaus von dir ungefähr 90 Grad jetzt. Ah ja, genau, hatten schon gesehen. Schlau. Und wenn wir da einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zocken könnten, zu festen Zeiten oder auch im Livestream gerne, kann man ja auch sich absprechen, weil ich glaube, kein mehr der anderen Suchtis, macht irgendwie Counter-Strike, Borderlands 2, außer ich, Entschuldigung. Also, ich mache es ja, Freitag gibt es eine Stunde, also morgen gibt es eine Stunde Borderlands 2 für euch auf meinem Kanal. Die Spate Night Show wieder. Und ich denke mir, es wird auch mal in einem Livestream sein, wenn ich wieder einen mache. Ja, er kommt bald. Ich will aber jetzt nicht über meinen Kanal sprechen, hey, das wollte ich ja gar nicht, hey. Noch mal kurz die Runde hier spielen. Ich denke mal, da oben kommen wieder die Gegner. Weil die meisten sich ja aufteilen immer. Nee, gut, dass da einer ist schon vor uns. Das ist schön, der campt da. Also der zielt da einfach hin. Die Bombe wurde fallen gelassen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, da hinzugehen. Aha, aha, aha. So. So, genau, das ist jetzt gut. Weil ich komme jetzt nicht raus, oder? Scheiße. Ah, ja. Ich kenne die Karten noch alle. Ja, die Bombe wurde auf jeden Fall bei B gelegt. Bei A meine ich. Auf jeden Fall bei B. Ja. Yes, bitch. Ah! So ein Sack, hey, der Diadane ist ja mal voll der Scheiß-Camp, ey. Also, gibt's doch nicht, ja. Ja, gut, eine Runde, hey, scheiß doch drauf, mach mal eine Runde mit der Sniper noch ein bisschen. Ja, oder auch nicht, dann halt nicht mit der Sniper. Aber halt noch die Waffe hier, egal. Können wir mal kurz sterben. Geh mir aus dem Weg. So, den schnellsten Weg zu B gehen. Und mich interessiert eigentlich schon, weil es kommen ja jetzt, also morgen, am Freitag, wird es hier bei DSS einige schöne Sachen geben. Also ein CS-Video wieder von mir. Und auf jeden Fall ein interessantes Thema wird es da eigentlich. Also ich denke, es ist interessant. Die folgenden... Oh, Scheißdreck. Spiele, die rauskommen im Oktober. Also freut euch mal da drauf. Und schaut euch doch mal die folgenden nachträglichen Sachen hier doch mal an, bitte.